Hallo, wieder mal ein High Noon Video von mir aus dem verschneiten Winter Wonderland. Der See ist auch schon zugefroren. Der Hund liebt sich zu wälzen. Und ich bin gerade super begeistert über all diese Dinge, die sich eröffnen dürfen in meinem Leben. Diese wunderbaren Gegebenheiten auf höchstem Level. Und ich habe gerade einen Coaching-Call gehabt mit meiner wunderbaren Lady, die mir endlich hilft, all das wunderbare Wissen so zu kommunizieren und zu strukturieren, dass es ganz, ganz vielen Menschen auf dieser Welt auch helfen kann. Ohne Wu-Wu-Wu und Spooky. Ja, und ich wollte euch kurz erzählen, was ich ihr vorher auch erzählt habe, wieso ich das eigentlich so mache, wieso mein Herz so sehr dafür brennt, hier alle Grenzen niederzureißen, aufzuzeigen, was denn alles wirklich möglich ist und vor allem zu zeigen, was für Bullshit in uns aktiv ist, der uns einfach abhält, unsere Lebensmission hier zu verkörpern und zu verwirklichen. Und die ist nun mal in absoluter Erhobenheit und Freiheit, ohne Limite, ohne Begrenzungen, hier durchs Leben zu manifestieren, uns zu verwirklichen, uns zu zeigen, Großartiges zu kreieren und zu verwirklichen. Und bei mir war das ja so krass und diese Story habe ich vorher erst auch wieder erzählt. Mir war es gar nicht mehr so bewusst, was damals ablief. Aber ich habe einen sehr, sehr straighten Weg hingelegt. Ich wollte unbedingt weg von zu Hause und studieren. Ich wollte frei sein. Es war für mich immer sonnenklar. Und dann bin ich Betriebswirtschaft studieren gegangen, weil für mich war das ist eigentlich das einzige Studium, wo ich mich nicht festlegen muss, wo keine Begrenzungen da sind, auch damals schon, wo es mich nicht einschränkt, wo es mir nicht vorschreibt, sondern wo ich wusste, da lege ich mich nicht fest. Und als ich dieses Studium dann abgeschlossen habe, während des Studiums schon, habe ich fürs Deutsche Kundenbarometer war ich die Projektleiterin von diesem riesengroßen Projekt, um Kundenzufriedenheit in ganz Deutschland zu messen, damals schon. Und da bin ich dann neben dem Studium schon als freiberufliche Unternehmensberaterin tätig gewesen. Und aber es war alles für mich so eng. Es war damals schon so eng. Diese Geschichte mit der Marktforschung, das war ja nie so mein Ding. Ich bin einfach da reingerutscht und Marktforschung für Finanzdienstleistungen, das war dann für mich auch der Moment, als ich diese exquisite Qualifikation vorweisen musste, um hier in der Schweiz eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Damals war das ja noch gar nicht so, dass man einfach kommen darf und arbeiten darf und eine Arbeitsbewilligung bekommt. Früher war das so, du musstest eine spezifische Qualifikation vorweisen, die dann dich quasi so qualifiziert hat, dass es in der Schweiz keinen inländischen Arbeitnehmer gibt mit dieser Qualifikation. Also es war auch alles gut damals. Als ich dann hierher gekommen bin, Engadin als Skilehrerin, habe ich tatsächlich niemandem erzählt, dass ich schon ein Betriebswirtschaftsstudium mit Prädikatsexamen hinter mir habe und eigentlich Spezialistin bin für Marktforschung. Und warum habe ich das niemandem gesagt? Weil ich tatsächlich glaubte, dass ich dann als hochnäsig, als arrogant und als überheblich eingestuft werde und dass dann die Skilehrer nichts mit mir zu tun haben wollen, weil sie glauben, dass ich so unlustig bin. Und ich
wollte ja endlich mal einfach nur das Leben leben und genießen, die Freiheit genießen, die Natur genießen, einfach mal keinen Druck verspüren und nur das zu tun, was mir wirklich Spaß macht, den Menschen die Freude, den Spaß am Skifahren weiterzugeben und zu vermitteln, denn Skifahren war schon immer, bin auf Skien geboren, es war für mich immer der Inbegriff der Freiheit, der Inbegriff der Freude, der Inbegriff des Spaßes, der Leichtigkeit. Ja, und so war das eben, dass ich tunlichst vermieden habe, irgendjemandem zu erzählen, was mein Background ist. Weil ich eben gedacht habe, dann mögen sie mich nicht, dann lehnen sie mich ab, dann gehöre ich nicht dazu. Und ich wollte so unbedingt dazugehören. Ich wollte unbedingt zu der Spaßwelt dazugehören. Ich wollte unbedingt dazugehören, wo der Spaß und wo der Leichtigkeit herrscht, wo alles einfach und lustig ist, wo man zusammen ist, wo man das Leben genießt. Und da wollte ich dazugehören. Und es war für mich ganz, ganz sicher, dass wenn ich mit meinem akademischen Background da ankomme, dass es dann gleich heißt, nein, nein, die gehört nicht dazu. Ja, und es waren also diese ganzen Glaubenssätze und Überzeugungen, die mich immer wahnsinnig klein gehalten haben, die mir nie erlaubt haben, mich hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin gut. Ich bin gut genug, ich bin mehr als gut genug. Ich bin wirklich außergewöhnlich. Und das hat dazu geführt, dass ich immer dieses Gefühl hatte, ich war immer angepisst. Ich war immer super angepisst. Andere werden anerkannt, andere werden gelobt, andere werden gehypt und ich nicht. Logisch, habe mich ja versteckt. Ich war mir ja selber überhaupt nicht bewusst, habe mir nicht mal erlaubt, außergewöhnlich zu sein. Im Gegenteil, ich habe immer wieder Gründe gesucht, die mir gezeigt haben, ja, du bist ja außergewöhnlich schlecht. Ich war überzeugt davon, ich war immer überzeugt, ich bin außergewöhnlich schlecht. Ich gehöre nicht dazu und ich gehöre nicht dazu, weil ich außergewöhnlich schlecht bin. Ja, das waren meine Überzeugungen damals. Das war meine Einschätzung über mich und das war egal. Ich habe dann auch meinen Skilehrer, Schweizer staatliche Skilehrer-Diplom hier gemacht in der Schweiz. Und auch da, hätte den Teufel getan, um den Leuten zu sagen, dass ich schon ein abgeschlossenes Betriebswirtschaftsstudium habe. Auf gar keinen Fall, das durfte niemand wissen. Und ich habe es wirklich so lange verheimlicht. Und dann ging es darum, wir haben zusammen gelernt, die ganze Theorie und die Methodik des Unterrichtens und so weiter. Davon profitiere ich übrigens seit langem sehr. Auch als Dozentin. Auf jeden Fall habe ich auch dort niemanden gesagt, dass ich schon ein abgeschlossenes Studium habe. Niemanden, dass ich akademisch gebildet bin. Das durfte niemand wissen. Und dann sind sie alle auf mich losgegangen und haben gesagt, ja, du lernst nicht genug und du musst doch mehr lernen. Und ja, mit deiner Haltung kommst du nirgendwo hin. Weil ich einfach so da saß und dachte mir, boah, das ist jetzt wirklich nicht so ein schwieriger Stoff. Da muss ich jetzt wirklich nicht so viel lernen, damit ich diese Prüfung schaffe. Ist ja klar, wenn du schon einen Uni-Abschluss hast, einen Master of Business Administration, dass du dann keine Angst hast, irgendwelchen neuen Stoff zu lernen. Weil die haben mich alle angeschaut. Und ja, ich wollte klein sein. Ich wollte immer so, so klein sein. Und dann habe ich weitergemacht. Dann wurde ich Dozentin und hier an der Tourismusfachschule und ja, ich habe mich nie groß gefühlt. Ich habe großartige Dinge in meinem Leben gemacht, ganz viele großartige Dinge. Ich habe mich immer so, so klein gefühlt. Und das ist genau der Grund. Man kann die großartigsten Dinge in seinem Leben machen. Man kann so viel erreichen und so viel bewegen. Und man wird immer ein schales Gefühl haben, es wird immer nicht gut genug sein. Ich werde niemals genießen können, ich werde die Freude nicht spüren können. Und weil mir das Fundament fehlt. Das Fundament zu wissen, wer ich wirklich bin, dass ich großartig bin, dass ich sowieso schon großartig bin. Und zwar bedingungslos, ohne irgendetwas erreicht zu haben oder erreichen zu müssen. Dieses Wissen über mich selber,
als dieses absolute göttliche Wesen. Wenn ich das nicht in mir verankere, werde ich nie Genugtuung spüren, werde ich nie glücklich sein, werde ich nie Selbstliebe fühlen, werde ich mich nicht über mich, an mir, an meinem Leben erfreuen können. Da kann es so genial sein, da kann ich so viel reißen und bewirkt haben und ich werde es nicht sehen, ich werde es nicht spüren, ich werde es nicht merken. Keiner wird es merken, es wird sich im Außen nicht spiegeln, weil es in mir nicht verankert ist, weil ich das nicht als meins erachte, weil ich das nicht bin, sondern weil ich das nur mache, respektive weil ich das nur gemacht habe. Und weil ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht, mache ich genau diese Arbeit, die ich mache, weil ich diese Klarheit, diese ganze Klarheit, ich kann da durchschauen, was in uns vorgeht, ich kann durchschauen, welche Glaubensmuster, welche Überzeugungen aktiv sind. Und mir ist es ein Anliegen, genau da die Menschen, insbesondere Frauen, rauszuholen, ihnen diese Maske vom Gesicht tatsächlich zu reißen, diese Brille von den Augen zu reißen und sie hinzustellen und ihnen zu ermöglichen, zu sehen, wie großartig, wie außergewöhnlich sie sind. Und aus diesem Wissen heraus können wir erst unser Leben genießen. Haben wir Freude, haben wir Freiheit, haben wir unsere Wünsche, die uns das bringen, nämlich dieses Wohlgefühl, diese Zufriedenheit, diese Harmonie, diese Gesundheit. Aber wenn das Fundament nicht da ist, wenn das nicht steht, wenn da Bullshit ist, dann werde ich darauf nichts aufbauen können. Außer vielleicht ein Burnout, wie ich zum Beispiel, eine Krankheit, körperlicher Zusammenbruch. Und das ist für mich sonnenklar. Und wir werden die Welt revolutionieren, wir werden die Gesellschaft umstrukturieren, wenn wir alle bereit sind, dieses Fundament für uns zu erwerben und darauf ein großartiges Leben auszubauen. Weil es ist limitless, es ist unendlich, es ist groß, 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 es gibt keine Einschränkungen. Aber ohne das Fundament gehe ich nicht ins Unbekannte, ohne das Fundament verlasse ich mich nicht auf eine unendliche Determinante, auf eine unendlich große Größe, die ich nicht erfassen kann. Ich brauche dieses starke, starke Fundament wie ein Baum, um in die Unendlichkeit wachsen zu können mit einem wahnsinnig guten Gefühl, mit einer riesengroßen Selbstliebe, mit einem Selbstwert, mit einer Anerkennung. Und dann fühlt sich das Leben gut an. Aber ohne Fundament ist es ein Kampf. Ohne Fundament ist es schwer. Ohne dieses Fundament habe ich auch eigentlich gar keinen Bock. Ja, und es wird mir immer, immer klarer und klarer, vor allem auch in den Coachings jetzt in Magic Mindset Integration. Und um das geht's. Um das geht's dann auch in der neuen Gruppe. Wir sind jetzt schon voll im Transit, wir bereiten alles vor. Wenn du mich hier zum ersten Mal hörst oder schon lange verfolgst, oder wie man das so schön nennt, egal. Bereite dich vor, wir gehen in eine kleine Gruppe, wir gehen in eine feine Gruppe, wir gehen in eine Gruppe, die arbeitet, die lebt, die bust, die vibet und wir gehen ins Außergewöhnliche und zwar mit einem Fundament, das felsenfest ist und das uns erlaubt, so groß zu sein, so weiter zu wachsen und diese großen, großen Wurzeln zu haben, in dem Wissen, wer ich bin, in dem Wissen, wie liebenswert ich bin, in dem Wissen, dass ich so wertvoll bin, in dem Wissen, dass ich hier diesen klaren Auftrag habe, größer, schöner, weiter, glücklicher, freudiger zu werden. Und alles andere ist Bullshit. Also in dem Sinne, bleib dran, stay tuned für die neue Facebook-Gruppe, stay tuned für das neue Mega-Mastermind, das in 3 Stufen stattfindet. Lass dich überraschen, es wird grandios. Wir haben heute schon so Gänsehautmomente gehabt in unserem Coaching. Und es war, wow, ich freue mich so riesig. Bis dann, tschüss.